Hi zusammen! Wie ihr vielleicht schon öfters mal auf irgendeinem Kanal über uns mitbekommen habt, sind wir nicht ganz so zufrieden mit unserem Doblo, wenn es draußen regnet und wir im Auto gefangen sind. Das haben wir schon öfters mal angemerkt und jetzt haben wir uns entschieden, unseren Doblo wirklich zu verkaufen. Ja, und es muss was Neues her. Also es geht einfach nur darum, an sich ist der Doblo super. Für einen alleine ist er perfekt, zu zweit geht es auch bei schönem Wetter. Nur bei schlechtem Wetter ist es wirklich, also für uns wirklich nervig, das Bett da dann drin zu bauen, wenn man zu zweit in so einem kleinen Raum drin ist. Da muss der eine da mal rumkrabbeln und man möchte gar nicht so das Bett aufbauen, weil man weiß, oh, jetzt geht die Kletterei wieder los. Klar, es ist auf Tour was völlig anderes, aber so für die Zukunft gesehen kann es das nicht sein, dass wir das wirklich jeden Tag machen. Weil wir wollen vielleicht irgendwie mal in Zukunft auch mal länger uns in dem Auto aufhalten oder mal drin wohnen sogar. Ja, und deswegen haben wir gesagt, verkaufen wir den Doblo und holen uns was Neues. Ja, und deswegen haben wir den inseriert. Das haben auch so einige von euch haben das schon mitbekommen und haben uns halt dazu ausgefragt und so. Das fanden wir ganz toll. Danke nochmal für die ganzen Zuschriften. Und jetzt haben wir tatsächlich jemand gefunden, eine Liebhaberin, die hat unseren Doblo gesehen, hat sich gleich drin verliebt. Und ja, heute haben wir den Kaufvertrag unterschrieben und somit ist das jetzt alles in Sack und Tüten. Das heißt, wir haben unseren Doblo verkauft, unser Freiheitsmobil und jetzt, ja, geht's in die nächste Runde. Jetzt heißt es, nach was Neuem Ausschau halten. Aber vorher müssen wir den noch übergeben. Das wird vielleicht nochmal ein bisschen schwierig für uns werden. Ja. Na gut, das wird jetzt in ein paar Tagen passieren. Für euch ist es nur eine kleine Sekunde. Der nächste Schnitt wird es wahrscheinlich sein, dass es dann losgeht. Dankeschön. So, heute ist es soweit. Es regnet. Der Tag ist traurig. Wir haben eine schöne Käuferin gefunden für unser Freiheitsmobil. Und heute überführen wir ihn. Ja, deswegen sind wir ein bisschen betrübt, aber es geht bestimmt cool weiter. Jetzt waschen wir den erst nochmal schön, damit er schick aussieht. Macht bei dem Wetter vielleicht keinen Sinn, aber er soll es nochmal schön haben. Richtung Brandenburg, also wir fahren jetzt nach Brandenburg zu der Käuferin und so langsam ist es schon so ein mulmiges Gefühl, weil wenn man jetzt seinen Van abgeben muss, den man selber ausgebaut hat, man viele Touren mitgefahren hat und eigentlich schon lieb gewonnen hat, aber soll ja was Neues her, ne? Ja, ist schon komisch. Mal gucken, wie es wird, wenn wir dann da sind. Steht er jetzt in der Werkstatt für die nächsten 2 Monate, weil die Käuferin jetzt erstmal auf Reise geht mit dem alten Bremer. Richtig geil. Habe ich leider noch nicht gesehen, aber sie schickt mir bestimmt Fotos. Ja, hier steht er schön trocken in der Werkstatt und freut sich dann, wenn er in 2 Monaten wieder rausgeholt wird. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss zum Auto.
Dankeschön. Tschüss. Thank you.